Willkommen zu diesem Video und heute ist es endlich soweit. Wir sind jetzt an diesem, also bei der 365. Folge und heute machen wir das Pack Opening. Ich bin mal gespannt. Ich habe nochmal kurz im Discord gefragt, was sie so denken, ob wir ein Prämie ziehen oder nicht. Und es gab eine Person, die hat gesagt, wir ziehen Prämie und der Rest war eher so, na, wird wahrscheinlich kein Premium-Drachen. Deswegen würde ich sagen, sollten wir mal einen Premium-Drachen ziehen und schauen nochmal, ob wir einen bekommen. Am besten noch das Gratis-Paket, ne? Das wäre spitzenmäßig. Gratis-Paket haben wir auf jeden Fall einige. Wir schicken vorher erstmal kurz alle los. Gut, das können wir freilassen. Den brauchen wir nicht. So, dann kannst du wieder los, zu was auch immer. Achso, ja, wegen dem Sammelteil suchen wir den. Gut, dann kannst du los, du kannst los. Hier können wir einmal einsammeln. Sehr gut, dann haben wir hier nochmal 130 Bernstein. So, den haben wir auch. Jetzt haben wir hier nichts. Gut. Als nächstes könnt ihr alle los. Einmal hallo. So. Dann ist unser erster Drache heute auch auf Level 100. Passt auch perfekt eigentlich. Also Schmeichler Level 100 ist halt auch schon ganz nice. So für heute. Nochmal ins Training schicken können wir jetzt nicht. Das dauert dann eine Weile. Deswegen, ich finde es ganz nice. Unser erster Drache auf Level 100. Passt perfekt. Das heißt, mal schauen. Ist ja schon mal etwas, der erste Fortschritt für heute. Und ich hoffe einfach. Also, es wäre schon nice. Hauptsache insgesamt über 3000 Runen auf diesem Account wären geil. Ansonsten, ein Premium wäre natürlich richtig nice. Ich gehe ohne unbedingt davon aus. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einen wirklichen Premium ziehen, ist halt ohnehin so hoch, weil. Wir haben in zwar ein seltenes, ein Special-Paket und dann noch ein Gold-Paket. Ja, aber ob da jetzt wirklich ein Prämie drin dabei sein wird oder nie, das ist die andere Frage. Werden wir sehen. Wie schon gesagt, wir öffnen ja jetzt gleich. Vorher schicken wir halt nochmal alle los, damit das schon mal alles geregelt ist. Auf dem anderen Account öffnen wir dann auch. Dort haben wir zwei seltene Pakete und ein Gold-Paket. Also dort ist nicht viel anderes dabei, sondern nur die beiden normalen so. Ja, drei normale, aber ist ja trotzdem nice. Gut, hier müssen wir eine Aufgabe erledigen. Das können wir uns aber nächstes Mal angucken, würde ich sagen. Heute geht es erstmal zum Großteil nur ums Pack Opening. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Dann habe ich noch überlegt, falls wir irgendwie auf 910 Udinsmarken kommen, können wir uns ja noch hier. Außerdem kaufen wir uns heute entfernen, ja. Können wir uns ja noch einen. Klassisches Paket holen. Aber dafür müssen wir erstmal so weit hochkommen. Der Plan steht jetzt erstmal, wir öffnen die beiden täglichen, also die Gratispakete, die man sowieso immer hat, die beiden. Danach fangen wir mit den Gratispaketen, die wir im Postfach haben, an. Dann die Spießenlaufpakete, dann das Special-Paket, dann die zwei seltenen und zum Schluss würde ich das Goldpaket öffnen. Ich würde nochmal kurz nachgucken in den seltenen, aber ich glaube, die Chance auf ein Premium im seltenen Paket ist nämlich geringer. Deswegen würde ich es so rum machen. Wir gucken mal kurz nach. Das Selten ist dann hier. Genau, du hast insgesamt hier 1,5, 3%, 6% plus 6 sind 12%. Ja, da ist es geringer. Gut, bevor wir mit den Packs loslegen, gucken wir erstmal, dass wir irgendwo einen Platz auf Berg frei haben, wo der gleich hin kann. Der eine Premium-Draht, den wir uns gleich gönnen. Sieht nämlich schlecht aus gerade. Ja, da kannst du eigentlich mal jetzt in den Hangar. So. Wir sollten aber sowieso genug Platz haben, damit wir zwei aufstellen können. Und das würde hier nicht passen. Kann ich das Viererhaus irgendwo anders hinstellen? Das muss doch bestimmt hier mit hinpassen. Genau. So, und dann stellen wir das hier auch nochmal um. Weil falls wir einen zweiten ziehen, dann beide aufstellen. Ist der Plan. So, dann. Okay, gar kein Pixelfehler an der Stelle hier. Egal. Wir kaufen uns jetzt erstmal Infernia. Ist schon mal der erste Premium nicht gezogen, aber ist der erste Premium. Öffnen wir, beziehungsweise ja, haben wir geöffnet. So, die Flamme sieht sehr interessant aus, extrem hell irgendwie. Ist ein neuer, ist ganz gut auch, so vom Sammeln her. Die Flamme sieht, wie schon gesagt, sehr interessant aus. Jetzt ist nur noch ein Kind. Sieht eigentlich auch ganz sweet aus, können wir eigentlich so lassen. Ja, füttern wir heute mal, ne? Lassen wir mal so. Gut, dann lassen wir den. Wir bleiben an der Stelle hier und fangen mit den beiden Gratispaketen an.
709, also wir bräuchten knapp 200 Odinsmarken, damit wir das schaffen. Mit dem zweiten Paket. Also mit dem klassischen Paket. So, dann nehmen wir das mit. 718. Gut, ich brauche das jetzt ohne jedes Mal vorlesen. Dann ein bisschen Holz, Fisch und Runen. So, damit haben wir die beiden von dem Standort schon mal weg. Hier haben wir nochmal kurz die Aufgabe fertig. Können wir auch einsammeln. Damit dort nicht die ganze Zeit eine 1 steht. Also, gehen wir nochmal kurz durch. Gratis-Pakete und Spießumlaufpaket, Gratis-Pakete. Die hier würde ich als erstes jetzt noch öffnen. Dann haben wir noch Rar-Pakete, die habe ich völlig vergessen. Die öffnen wir vor den Spießumlaufpaketen. Dann hier nochmal Markenpakete. Gut. Wir fangen mal mit den Markenpaketen an. Weil hier ja noch sowieso keine rüschen Drachen drin sein können. So, Nummer 1 haben wir geschafft. Wo sind die anderen jetzt gewesen? Hat sie jetzt runtergezogen? Ne, hier haben wir ein zweites Markenpaket. Nochmal das gleiche. Dann haben wir hier das nächste Markenpaket. Und das ist dann hier. Los geht's. Das müssen alle Markenpakete erstmal sein. So, machen wir weiter mit dem ersten Gratis-Paket. Hier. So. Das sieht auch immer schön aus, so diese neuen Odinsmarken. Das sieht immer wieder schön aus. Wenn es immer noch mal so drei dazukommen. Gut, 25 Runen ist schon mal etwas. Hat man ohne immer. Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist. Irgendwann wurde mal gesagt, es wäre irgendein 1%, aber 1% kann nicht stimmen. Weil das kriegt man so oft irgendwie, diese 25 Runen. Also jetzt nicht so übertrieben oft, aber schon so in jedem fünften Paket oder jedem zehnten Paket, würde ich schon sagen. Haben wir unseren ersten Drachen, ist ein leuchtender Flug, gut, können wir freilassen. Bringt uns ein bisschen Bernstein, mehr aber nichts. So, frei mit dir. Dann gehen wir zum nächsten Gratis-Paket, ist hier unten. Es sieht auch toll aus, wie die Zahl bei den Odinsmarken immer richtig schön hoch geht. So, haben wir auch wieder Runen und nochmal Runen, gut. Hier haben wir noch ein Gratis-Paket. Erholz ist immer noch überwiegend irgendwie im Postfach, also... Fragt mich nicht, woher das alles kommt. Das sind so viele Spießroutenläufe gewesen. Aber wir haben unseren hier Sturmschneid im Raufen schon mal ein Level höher. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Das ist auch schon ganz nice. So, nehmen wir das auch noch mit. Und also Premium aus dem Gratis-Paket wäre schon echt übertrieben nice. Das ist so ein was der mit seltensten Sachen, die man im Game gefühlt ziehen kann. Aus Paketen. Dazu gehören dann auch noch Legendäre, die sind auch noch richtig selten, aber die kannst du ja, ich glaube, nur den großen Überwilden aus dem Gratpaket ziehen. Ansonsten kannst du ja gar keine bekommen, so, ich glaube, aus Paketen. Außer wenn du es aus irgendwelchen Special-Paketen aus Angeboten holst oder so. Gut, 790 Odinsmarken und wir sind jetzt, ich glaube, schon unter 30 oder so im Postfach. Auf jeden Fall noch ein flüsternder Tod. Die Zahl beim Postfach geht langsam runter, er hat 30 genau. So, dann wegen dem nächsten größeren Pack-Opening habe ich jetzt überlegt, wollen wir es machen, dass wir es jetzt wirklich in einem Jahr wieder machen? Also dann bei der Folge 730 müsste das, ich glaube, sein. Also dass wir jetzt wirklich nochmal sozusagen, was die Folgen angeht, ein komplettes Jahr warten. Und dann ein richtig großes mit allem, was wir bis dahin bekommen haben. Oder meint ihr so zu Folge 400 dann wieder und dann zu Folge 500 und so? Das könnt ihr gerne raushauen, wie ihr möchtet. So, dann Gratis-Pakete öffnen wir als nächstes nach den Gratis-Paketen. Hier haben wir das nächste erstmal. Das nehmen wir auch mit. Ja, wie beim Special-Paket oder welches Special-Paket das jetzt genau ist, welches wir haben. Und was wir dort für Sachen rauskriegen können, da könnt ihr mich nicht fragen, weil da habe ich keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, was wir dort rauskriegen können, wie hoch die Chance auf ein Premium ist. Also Premium kann auf jeden Fall drin sein. Aber ich habe keinen Plan, wie hoch die Chance ist. Ich glaube gar nicht mal so hoch. Runen gehen auf jeden Fall auch schon die ganze Zeit ordentlich nach oben. So, hier haben wir nochmal zwei. Dann haben wir da zwischendurch, ich glaube, auch nochmal drei gehabt. Holen wir uns die mal. So, 800 Odinsmarken haben wir auch schon geknackt. Jetzt gibt es hier wieder ordentlich. Da waren wieder 25 Runen. So, dann haben wir das Gratis-Paket. Gut, hier gibt es wieder ordentlich Runen. Gut, wir knacken schon mal nur durch die Gratis-Pakete die ersten 1000 Runen mal wieder.
So, aus den Rar-Paketen kann man ja gar keine Runen bekommen. Aus den Rar-Paketen bekommst du ja nur Holz und Fisch und einen Drachen am Ende. Gut, hier haben wir wieder einen humbelnden Kronzer dabei. So, drei gewöhnliche haben wir schon gezogen. Jetzt wird es Zeit für den Premium aus dem Gratis-Paket, habe ich gehört. So, los geht's. Dann haben wir noch ein Gratis-Paket, ich glaube. So. Ja, Raupenkarten kriegt man auf jeden Fall auch ganz paar dazu. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was wir damit noch machen. Ah, ne, wir haben sogar doch noch zwei. Gut. So. Fisch haben wir ohne ganze Menge jetzt. Da können wir dann gleich Schmeichler zum Eisensammeln losschicken. Ja, Holz kriegt man auch schon wieder extrem viel. Und damit sind wir beim letzten. Sehr gut. 880 Odinsmarken. Ist eine gute Zahl, reicht leider nicht für die, für das hier neue, also für das andere Paket nochmal. Was jetzt das klassische Paket wäre, das können wir uns leider nicht dazu holen. Aber ist es leider so, können wir nicht ändern. Ist nicht mehr zu ändern. Ich bin mal gespannt, wie viel am Ende an Zahl, also was für eine Zahl am Ende übrig bleibt, was einfach nur noch Holz und Fisch ist. Da bin ich echt mal gespannt. So, dann müssen wir noch ein Rar-Paket haben, genau. Und dann müsste es das schon fast gewesen sein an Paketen. Also an diesen normalen Paketen, sage ich mal. Jetzt müssten zwei Spießenlauf-Pakete dann. Also es dürften jetzt, ich glaube, noch vier Pakete sein. Genau, so. Das heißt, jetzt kommen die Spießenlauf-Pakete. Jetzt können wir auch langsam ein paar Runen kriegen. Oder ein paar mehr, sage ich mal. Exotisch Flüsternder Tod, den haben wir, ich glaube, schon. Das heißt, wir können ihn eigentlich freilassen. Bringt uns ein bisschen Bernstein ran. So, dann haben wir hier das nächste. Das Design von den Dingern ist so ganz nice. Hätten vielleicht einen anderen Drachen drauf machen können. Aber so passt das auch. Ein seltener Drache, okay. Ein Skrill, ist in Ordnung. Weiß ich nicht, brauchen wir, ich glaube, nicht mehr, oder? Nope, kann also auch weg. Dann haben wir jetzt das Special-Paket, dann kommt das seltene Paket, dann kommt das Gold-Paket. Heißes Paket. Also das ist Krogans Feuerschweif, würde ich sagen. Das heißt, jetzt könnte ein Einzigartiger drin sein. Es ist ein Einzigartiger. Das ist schon mal sehr schön. 90 Runen, 50 Runen, ein Eisen, ein Sammelstück und Taff-Flügler mit drei F hintereinander. Nice. Habe ich auch noch gar keinen Account, diesen Drachen. Das ist sehr, sehr geil. Das heißt, du kannst dahin. Das heißt aber, wir müssen noch mal ein bisschen Platz schaffen hier. Gut, das heißt aber, wir haben jetzt hier schon mal den. Dann würde ich das Haus hier, ich weiß nicht, das ist ein Fünferhaus. Das kriege ich hier so jetzt nie weg. Ach, das ist jetzt blöd. Gut, wo kann ich dich hinstellen? Du kannst da hin, da kann eh nichts anderes mehr hin. Das heißt, dann kannst du hier rüber und dann haben wir hier nochmal Platz für einen Drachen. So, hier haben wir auch nochmal was. Gut, nehmen wir das kurz mit. Und hier nochmal mit Runen erhalten. 200 haben wir schon, sehr gut. So, dann kommen wir zum seltenen Paket. Der Rest ist dann nur noch Holz und einmal Fisch ist dabei. Jetzt bin ich gespannt. Gute 12% Chance, ein bisschen weniger, 11,9 oder 11,8 oder so. Kein Premium, aber 500 Runen, nochmal 350. Wir haben die 2000 Runen geknackt, das ist ganz gut. Und ein Felsstampfer. Ist für uns, ich glaube, kein neuer Drache, das heißt, wir können ihn freilassen. Dann haben wir jetzt hier oben unser Goldpaket. Ist das nächste. Sieht auch sehr gut aus. Baywatcher von drauf. Mal gucken. Auf dem Account hier ist das jetzt das letzte Paket. Ich bin gespannt. Hier ist nochmal eine gute 16,66666666% Chance für ein Premium und so weiter geht das dann nach dem Komma. Also ich bin gespannt. Komm schon. Gönn, gönn, gönn. Kein Premium. Okay. Das heißt, auf diesem Account haben wir schon mal keinen Premium-Drachen. Aber Serpentfolgel oder Fleugel oder wie auch immer der dann genau heißt, den brauchen wir sogar. Der ist sogar neu für uns. Das heißt, wir haben drei neue Drachen. Das sieht auch sehr sweet aus irgendwie, ne? So klein und ja. Gut, dann schicken wir den hier kurz zum Eisen los. Damit hat er seinen Spaß die nächsten Stunden. Und das sind unsere drei Drachen. Einmal Taff-Flügler, neu für uns. Ist ein einzigartiger, ist sehr gut. Wie sammelst du? Du sammelst. Oh. 12,5 Millionen und 2,5 Tage, das ist schon gut. Infernia, 12 Millionen, einen Tag, auch ganz gut, aber schlechter ist der hier. Und dann Serpentfolgel, 16 Millionen, 7 Stunden, ist auch ganz entspannt.
alle drei noch Babys, passt so, lassen wir hier an der Stelle so. Gehen wir rüber auf den anderen Account, dort haben wir auch noch zwei seltene und ein Goldpaket. Mal schauen, vielleicht haben wir dort mehr Glück. So, das sind wir auf diesem Account. Hier gönnen wir uns erstmal die 30 Runen. Hier haben wir auch sehr wenig Runen, wie ihr wisst. Dann haben wir einen neuen Spießenlauf, das müsst ihr aber, ich glaube, schon wissen. Das hier machen wir gleich alles. Wir fangen gleich hier mit dem Paket an. Haben wir hier nochmal irgendein Special-Paket? Nein, haben wir nicht. Gut. Dann gehen wir erstmal zum Gratis-Paket. Den Rest machen wir nach dem Pack-Opening. Gut, dass das einmal passiert im Video, das war mir eigentlich schon fast klar. Naja, mal schauen. Also hier kriegen wir es auch nicht hin. Hier können wir auch kein klassisches Paket öffnen. Hier sind wir auch wieder kurz davor, was das angeht. Aber es wird nicht reichen. Öffnen wir jetzt das zweite. Das war ein tolles Angebot. Öffnen wir das zweite. So, haben wir das. Und es gibt wieder normale Sachen, oder? Ja. So, aber irgendwann, ich hoffe es einfach, dass wir irgendwann mal wirklich aus einem Gratis-Paket einen Premium ziehen. Weil das will ich euch echt mal zeigen. Das sieht echt geil aus. Also, manche von euch kennen es ja vielleicht, weil manche hatten es vielleicht schon. Ich hatte es auch schon einmal auf meinem Main-Account, aber habe ich leider nicht auf Video gehabt. So, seltenes Paket Nummer 1, dann kommt seltenes Paket Nummer 2 und dann kommt Goldpaket. Mal schauen, los geht der Hase. Kein Premium, aber 500, das ist sehr gut. Feuerschwalb. Müsste auf diesem Account sogar neu sein. Oder auch nicht. Gut, dann ist es auch egal. So, gut, dann zweites seltenes Paket. Sieht schon sehr nice aus. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und kein Premium. Aber ein Schrecken der Meere. Ein Schrecken der Meere. Mein Lieblingsdrache, Leute. Mein Lieblingsdrache. So, der kann erstmal dahin. Gut. Haben wir schon mal einen neuen Drachen. Das ist auch ganz gut. Und jetzt bin ich aber gespannt. Hier kommt das Goldpaket. Auf diesem Account. Letztes Paket für heute. Soweit erstmal. Und es gibt kein Premium. Das ist natürlich schade, Leute. Kein Premium fürs ganze Opening. Dafür, dass wir drei Seltene hatten, zwei Gold, ist das schon sehr. Naja, ich meine, es ist jetzt halb normal. Es wäre halt schon ein bisschen lucky gewesen. Premium ist jetzt aber nicht garantiert, aber naja. Ist leider so. Wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben leider keinen bekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Früher oder später bekommen wir sowieso nochmal einen. Außerdem haben wir hier noch um niedlich rumhocken. Den haben wir auch gezogen. Das passt schon alles so. Gut, dann kannst du noch los. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wer war alles in dem Livestream, wo wir um niedlich gezogen haben, dabei. War wieder mal ein geiler Livestream. Den habe ich gefühlt. Einfach so ein schöner Premium aus dem Goldpaket. War schon nice. Schreibt es gerne in die Kommentare, wer dabei war. Wir schicken jetzt noch alle los. Schauen mal, ich weiß nicht, ob vielleicht bei irgendeiner Reise, dann müsste es die Reise sein. Hier nochmal ein seltenes, nope. Aber 1500 Runen, wir haben schon mal überall wieder die 1000 Runen geknackt, das ist ja schon mal etwas. Also ich meine, wir sind ja nicht mehr ganz pleite jetzt. Das ist schon mal gut. Das heißt, für die nächsten Events haben wir wieder einen kleinen Puffer, falls wir das brauchen. Und ich meine, wenn man gleich von Anfang an die Sammlungen macht, dann klappen die eigentlich auch immer. Ich meine, das, was ich gemacht habe, ich habe ja kurz vor knapp angefangen, so ungefähr, und dann noch die ganzen Runen reingesteckt. Ist sowieso nicht so die schlauste Idee, aber ist halt so. Gut, wir taken uns das. 12 Runen, dann kannst du wieder los. Ohne Zahn ist auch noch zurück, der hat uns 4 Sammelteile mitgebracht. Auch ganz gut, ich weiß nicht, welche Sammlung es überhaupt oder für welche Sammlung du suchst oder was du überhaupt tust. Sieht so aus, als wäre es das hier. Gut, dann machst du wieder. Ja, es war das. Gut. Dann machst du weiter. Wir können uns erstmal den grünen Tod noch anschauen und wieder losschicken. So. Weg mit dir. Dann haben wir hier noch ein Paket. So. Nehmen wir es auch mit. Irgendein Tag ist noch. Der Tagschatten ist noch zurück. Hammer Holz. Okay, ist jetzt nicht so, aber naja. Gut, kannst auch wieder los. Du kannst los. Dann haben wir hier noch 4 Sachen fertig. Die können wir alle einsammeln. Und an der Stelle würde ich sagen, wär's mit dem Pack-Opening gewesen. Leider kein Premium, aber ist leider so.
Und vielleicht ziehen wir ja nächstes Mal ein. Wie schon gesagt, entscheidet, wann wollen wir das nächste öffnen, machen, das nächste Pack-Opening. Bei Folge 400, bei Folge 500 oder bei Folge 730 dann, was dann das zweite Jahr an Folgen werden sozusagen. Könnt ihr gerne entscheiden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao, Leute.